Hallo YouTube, hallo Zocker, hallo, ja, ihr da draußen vom Bildschirm. Ah, da haben wir es jetzt mal schön umgebaut. Ich weiß gar nicht, habe ich da Kommentare zugekriegt? Ich bin momentan so weit von nebendran. Ich kriege gar nicht mehr mit, was ihr unter meine Videos schreibt. Ich kriege nur noch ganz wenige Kommentare mit. Das wird sich die Tage aber wieder ändern. Ich habe ja dafür gesorgt, dass ich bald wieder viel mehr Zeit habe, um mich um euch zu kümmern und mit euch gemeinsam hier, ja, coole Spielerlebnisse zu erleben. Und mich wieder voll und ganz hier auf YouTube zu konzentrieren. Und den ganzen anderen Kram da so ein bisschen abzuschalten, abzulegen, wie auch immer. Wir könnten hier vielleicht noch eine Verbindung bauen. Dann könnten die Jungs, die hier wohnen, könnten einfach darüber fahren. Die müssten nicht hier auf die Straße hier rüber. Das wäre ein optionaler Weg. Ja, wir machen dann gewogenen. Ah, der kommt nicht gut. Der kommt nicht gut. Wie machen wir das am besten? Ich würde sagen, so müsst's hinhauen. Ja. Da sieht das hier relativ gerade aus und kommt hier, naja gut, nicht wirklich relativ gerade rein. So, da haben wir eine kleine Abkürzung. Das heißt, die müssen nicht mehr ganz außen rumfahren. Die können jetzt auch hier durchfahren. Das heißt, vom Wohngebiet direkt zur Arbeit. Auch nicht verkehrt. Hilft immer. So, was können wir noch Schönes umorganisieren? Wir haben hier eine Autobahnauffahrt. Wir haben hier, also eigentlich könnten wir das hier oben auch noch irgendwie an die Autobahn anbinden. Dann haben wir es perfekt gemacht irgendwie. Dann hängen die hier alle wirklich schön zusammen. Dann haben wir so viele optionale Wege, dass ich nicht mehr weiß, wie viele Optionen wir noch brauchen. So, wir machen das hier auch ganz clever. Wir machen das nämlich wie eine richtige Autobahn. Was? Ungültige Form? Wieso ungültige Form? Geht doch! Hä? Jetzt bin ich verwirrt. Leute, was macht denn der hier mit uns? Wieso kann der hier denn nicht draufbauen? Ja, machen wir es eben so. Mein Gott, das ist immer, die machen es aber auch kompliziert hier. So, da haben wir eine Brücke über die Autobahn. Und da können wir jetzt eine schöne Autobahnanbindung machen. Das ist eigentlich immer Optimum, wenn man da so eine Brücke hat. Weil da können wir jetzt sagen, okay, von hier geht es auf die Autobahn drauf. Von hier können wir von der Autobahn runterfahren. So, das ist ja cool, dass wir das jetzt so umdesignen können. So, dann können wir dann praktisch auch von hier, können wir sagen, ja, nee, nicht so wirklich, ne? Das ist scheiße. Ich hätte hier gerne Abfahrt. Wieso geht das denn nicht? Was hat denn denn die ganze Zeit für Probleme hier? Da ist irgendwas zu nah oder was? Ich blick's nicht. Geht doch. Verstehe es nicht, wo das Problem ist. So, das müssen wir nur andersrum machen. Hier sollen sie runterfahren. Und der will aber nicht mit dem Traktor auf die Autobahn, oder? Das geht nicht. So, hier darf man drauf fahren, hier kann man runterfahren, hier kann man rüberfahren, hier kann man drauf fahren, hier kann man runterfahren. Perfekt, läuft. Ich hätte noch eine andere Methode testen können. Ach, die... Das war jetzt ein Fehler. Ich habe jetzt wieder einfach nur total simpel gebaut. Ich wollte ja eigentlich noch was Komplizierteres testen, was den Verkehrsfluss vielleicht ein bisschen besser geführt hätte. Naja, wir gucken mal. Wenn es hier oben Stau gibt, können wir da immer noch agieren. So, haben wir auf jeden Fall mal eine Autobahnanbindung gebaut. Jetzt könnten die eigentlich, die müssen jetzt nicht hier runterfahren, die könnten auch über die Autobahn fahren, tun sie aber nicht. Die fahren jetzt hier auf die Autobahn drauf. Gut, soll mir auch recht sein. Ist mir wurscht, wo die drauf fahren, Hauptsache sie fahren drauf.
So, wir brauchen da oben aber Arbeiter, jede Menge Arbeiter. Wir haben hier ein Arbeiterproblem. Ich hoffe, dass sich da bald was tut. Notfalls müssen wir hier noch ein bisschen Wohnraum schaffen. Haben die Strom und Wasser? Das ist nämlich immer so die Frage. Wasser haben sie. So, dann bauen da nämlich jetzt erstmal ein paar Blöde. Hört sich jetzt dumm an, aber die sind noch nicht aufgewertet. Das dürften noch Ungebildete sein. Die dürften sich zwar relativ schnell aufgrund der Situation hier entwickeln, aber vielleicht sorgen sie erstmal dafür, dass es da ein paar Arbeitskräfte gibt. Das ist mal so die Notlösung, da mal so ein paar Arbeiter hochzuschicken. Na komm schon, es werden Leute nachgefragt. Jetzt kommt schon, macht hin, damit ihr da hochfahren könnt. Ihr wohnt direkt nebendran, das muss doch funktionieren. Feuerwehr. Mir fällt gerade ein, wir haben da oben keine Feuerwehr. Bauen wir hier mal eine Feuerwehr. Freut sich die Industrie. Alle sind happy. Yay, happy. Machen wir nebendran noch eine Polizei. Yay, alle sind happy, happy. So, und dann machen wir vielleicht noch. Ein Krematorium ist blöd, da direkt ein Krematorium nebendran zu machen. Weiß nicht. Wird sich zeigen. Sehen wir noch. So, jede Menge Feuerwehr kommt und löscht. Zwischendrin steht ein Traktor. Arme Sau. Traktor. Mit was? Ja, wird da raus gebeamt. Und abgebrannt. Kamen sie alle und dann wird doch abgebrannt hier. Brot und was? Brot und Butter oder was ist abgebrannt? So ein Mist. Da kommt Arbeitskräfte hier, Arbeitskräfte. So, ich muss eine Buslinie oder was da oben einführen. Auch kein Problem, kriegen wir auch hin. So, zack, zack, zack. Einmal im Kreis hier. Zack, zack, zack. So, das ist die eine Buslinie. Und die andere, die fährt von hier. Hallo, die fährt. Will eine Buslinie machen, hallo. Gut, dann fährt die halt von hier hoch, fährt daran, fährt hier lang, fährt die hier an, fährt die hier an. Warum habe ich da jetzt so Dinger gemacht? Falls da irgendwann mal Gebäude stehen, vermutlich. So, jetzt fahren wir hier rein. Machen hier noch eine Haltestelle hin, fahren hier zurück, fahren hier die Haltestelle an und schließen das Ganze dann hier ab. So, haben wir zwei neue Buslinien und die sollten da oben die Leute reintransportieren. Hätten wir wahrscheinlich auch eine rausmachen können. Ich habe es jetzt ein bisschen kompliziert gemacht wieder, aber naja, ich hoffe, dass das jetzt relativ schnell hier funktioniert. Dass da Arbeitskräfte reinkommen, es kann ja nicht wahr sein, dass die hier ein Problem haben, Arbeitskräfte zu finden. Das muss doch funktionieren. Was ist das hier? Ein Obstgarten. Das ist eine Schweinefarm. Eine Bäckerei in so einer Halle. Wurstwaren. Hier unten ist komischerweise kein Personalmangel. Da oben ist Personalmangel. Wupp. Muss man verstehen, nicht immer. Passt. Ja, jetzt haben wir natürlich noch viel mehr Busse hier unterwegs. Ich bin mal gespannt, wie lange das gut geht. Und wann die überhaupt hier ankommen, die Busse, die dann da fahren sollen. Ich glaube, da kommen sie. Die sortieren sich jetzt erstmal. Ja, da fährt der erste Bus. Ja, da fahren die ersten Busse hoch. Sehr schön, super, läuft doch. Genau so wollen wir das haben. Okay. Das Problem haben wir erledigt. Jetzt haben wir hier unten ein anderes Problem. Oh Gott, wir kriegen hier echt Probleme mit leerstehenden Gebäuden. Aber wir müssen die einfach mal ignorieren. Solange wir 7.000 verdienen, ist alles gut. Es ist Nachfrage nach Industrie da. Dann sollen wir vielleicht noch ein paar Büros bauen. Wäre vielleicht nicht schlecht. Büros ist ja auch Industrie. Wie mache ich das am besten? Wenn ich hier hoch ist, zu eng.
Jo, das kommt gut. Zack, bumm. Und dann gehen wir hier rein und sagen, zack, das hier alles markieren als Büro. Nee, ich wollte das ziehen. So. So, Büro. Brauchen wir dann noch Wasser. Wasser haben wir sogar auch noch. Sehr schön, Strom. Kriegen sie vom Nachbargebiet. Dann schaffen wir hier wieder ein paar Arbeitsplätze mit der Industrie sozusagen. Hier oben, ja, fehlen immer noch. Aber mittlerweile haben wir hier ein bisschen mehr. Also hier fehlen zwar immer noch, aber wir haben ein bisschen mehr Leute da oben. Scheint zu funktionieren, was wir hier probiert haben. Können wir das hier vielleicht auch noch nutzen? Machen wir hier noch Wohngebiete hin? In der Hoffnung, dass die da hochkommen. So, ich glaube, hier haben wir das Problem, dass da keine Kundschaft herkommt irgendwie. So, wir machen hier mal eine Verbindung hier rüber. Wir machen hier mal eine Verbindung hier rüber. Da könnte es eventuell dann ein bisschen besser laufen. Da haben wir wieder optionale Wege. Wir haben mal so eine Sache hier. Die optionalen Wege, die sind ja ultra wichtig. Wichtig. So, aber die Stadt wächst. Sie kommt langsam. Und da hinten haben wir das Problem gelöst. Warum ist denn hier immer noch so ein Schmutz? Ich verstehe es nicht. Ist denn da noch Industrie? Wir wollen hier keine Industrie. Das war mal Müll halten, Dreck. Eine Feuerwache. Ja komm, dann räumt die mal leer. Mal gucken, was dann passiert, wenn wir die leer räumen. Ich meine, irgendwann muss das ja mal weggehen da. In anderen Bereichen ging das relativ schnell weg. Sogar hier unten werden die Bäume schon, ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt, hier unten werden die Bäume langsam wieder grün. Da hinten raus. Da, wir kriegen hier die Verschmutzung, kriegen wir, die zieht sich langsam zurück. Das funktioniert gut. Was einkaufen bis zum Umfallen. Ja. Kommt auf den Grad der Bodenverseuchung an, ob die Kundschaft umfällt oder nicht, nachdem sie dort was gekauft haben. So, da haben wir jede Menge Solarkraftwerke. Das sieht ja gut aus. So, hier unten, da machen wir jetzt Villengegend hin. Die Idee hat mir ganz gut gefallen. Jemand hat in die Kommentare geschrieben, ich weiß nicht mehr genau, wer es war. Ja, dass ich doch hier niedrige Wohngegenden bauen soll. Um dann sozusagen Villenviertel zu generieren. Das probieren wir auf jeden Fall mal. Gucken, ob uns das gelingt. So, wir müssen die noch irgendwie mit Strom anbinden. Bin ich gerade so ein bisschen am überlegen, wie wir das am geschicktesten machen. Ich glaube, so ist nicht verkehrt. Wasser haben wir da, passt. Weit weg vom Stadtzentrum, schön draußen gelegen. Na gut, hier sind Bahngleise. Ich glaube, die machen ein bisschen Krach, oder? Bahngleise machen Krach? Nö, macht keinen Krach, die Bahngleise. Ja, wenn ein Zug vorbeikommt, dann, ja, macht es ein bisschen Krach. Nur falls müssen wir das hier umlegen. An der Autobahn entlang. Ist, glaube ich, sowieso eine ganz clevere Lösung. Man kann hier die Autobahnspuren einzeln ziehen. Ich glaube, es ist gar nicht so eine verkehrte Lösung, praktisch Bahngleise in der Mitte von Autobahnlinien zu verlegen. Man kann ja so viel machen heutzutage. In echt würde ich das natürlich niemals machen. Weil irgendein Idiot, der irgendwie eine Flasche aus dem Zug auf die Autobahn schmeißt, gibt's immer. Brauche ich euch nur mal die Gegend anzugucken, um
die Bahngleise rum, wie es da aussieht. Kannst du eine Mülldeponie aufmachen? Alter, was habt ihr denn alle für Probleme? Warum macht ihr denn alle zu? Besitzer verstorben oder was? Jetzt haben die hier unten wieder Fachkräftemangel. Ich komme ja langsam vor, als bin ich in unserer Regierung. Wir haben Fachkräftemangel. Jede Woche Fachkräftemangel. Und nächste Woche wieder Fachkräftemangel. Wir haben so viele Arbeitslose in Deutschland, da frage ich mich, wie kann man Fachkräftemangel haben? Da bildet doch einfach die Leute mal aus. Aber nee, das kann man ja nicht machen, das kostet ja Geld. Wäre ja zu viel verlangt. Ist total morbide, ja. Da beschwert sich jeder über Fachkräftemangel. Aber ausbilden will da auch keiner. Typisch. Wirtschaft. So funktioniert das da draußen. Ich will Leute einstellen, die du am besten ausgebildet hast. Du hast bezahlt und ich habe jetzt einen Nutzen davon. Mhm. Die Florenz-Residenz. Ja, das sind ja schon schöne Häuser, die sie da bauen. Ich glaube, die haben das genau kapiert, was wir da wollen. Und er muss hier wieder seine Bretterbude aufbauen und muss da eine Satellitenschüssel aufs Dach machen. Und Sandkasten hinten im Garten. Dann soll ein gescheites Haus bauen, sowas will ich hier unten nicht. Müssen wir wohl aufwerten, müssen wir ein paar Parks hinmachen. Haben wir einen Hundepark? Wo haben wir denn den Hundepark? Bin Fan vom Hundepark. Find den Hundepark hier super. Tschum! Erste Aufwertung, Basketballfeld. Tschum! Macht die Leute auch wieder glücklich. Jetzt können wir noch machen. Eine eigene Polizeistation hier oben. Die nur auf die Bürger hier oben aufpasst. Eine eigene Feuerwehr gegenüber. Yeah! So, komm, jetzt will ich Ding, Ding, Ding hören, hopp. Macht Ding, Ding, Ding. Ihr habt alles, was ihr braucht. Was wollt ihr denn noch? Mao, Mao. Nee, Quatsch. War nur Spaß. puh. Weiß nicht, was können wir denn noch machen? Ich bin am Überlegen. Hier unten so ein bisschen Villenviertel aufbauen, das kommt bestimmt cool. Da so ein bisschen City mit so eigenem kleinen Stadtwald. Komischerweise haben wir hinten dran noch einen Stadtwald. Das ist unglaublich. Das kommt mir fast vor hier wie Berlin. Wir haben auch riesen Grünflächen zwischen den Städten. Zwischen den Stadtteilen. Und Bäume. Überall sind Bäume, Bäume, Bäume. Finde ich richtig cool. Die dämmen den Lärm ein bisschen weg. Tja. Wir können hier noch ein paar Straßen ziehen, wo ich nicht weiß, warum und weshalb, aber wir können sie ziehen. Ja, die können wir nicht ziehen. Also irgendwie muss hier eine Biegung drin sein, irgendwo. Es ist, ich krieg's nicht hin, dass es gerade wird. Machen wir es ganz schräg. Wir machen es einfach so. Naja, nicht schön, aber selten. Das ist auch ein cooler Spruch. Das ist nicht schön, aber selten. Ja. Weil jeder will schön und deshalb ist hässlich selten. Ist ja klar. So. Das kriege ich nicht hin, das kriege ich so nicht hin, das kriege ich so nicht hin, das kriege ich so nicht hin. So kriegen wir es hin. Nee, kriegen wir nicht hin. Wieso nicht? Ah!
Dann bauen wir eben schräg. Das ist alles krumm und schief hier, habe ich so den Eindruck. Kann ich auch mal irgendwas gerade machen? Kann was gerade machen. Kann 99 gerade machen. Man einfach plus 1. So. Das ziehen wir hier rüber. Dann ziehen wir hier Wasserleitung hoch. Machen wir es ganz hoch. Machen wir es ganz hoch. Haben wir hier auch wieder Bauland. Perfekt. Industrie wächst. Nachfrage nach Wohnraum wächst. Wir brauchen mehr Bürger, dass wir mehr Nachfrage kriegen nach... Oh, haben wir hier oben? Haben wir beendet. Super, die haben alle Arbeitskräfte. Hervorragend, die wohnen hier. So, hier machen wir die Mülldeponien leer. Wo fahren die denn den ganzen Müll eigentlich hin? Die fahren auf die Autobahn, dann fahren sie hier ab, fahren in den Kreisel, drehen dann dort rum, fahren dann dort wieder runter, fahren dann hier wieder auf die Autobahn, fahren dann da von der Autobahn ab und fahren dann hoch zur Müllverbrennungsanlage. Alter, da wirst du hier... Blub. Ja, jetzt haben wir hier gleich einen Müllautostau. Die fahren nämlich alle da hoch. Ja, so super, läuft doch. Bestens, alles cool. Machen wir hier noch eine Verbindung. Geht das gut auf Dauer? Ich weiß es nicht. Wir beobachten das Ganze mal. Wenn es nicht gut geht, reißen wir es wieder ab. Sieht aber auf den ersten Moment aus, als ob das gut ginge, ob das cool wäre. So, und hier ist massiver Durchgangsverkehr. Das ist genau das, was ich nicht wollte. Wir haben jetzt in einem Gebiet, in dem es überhaupt keinen Stau gäbe. Stau und davor Stau, weil die das als Durchgangsgebiet in die Gewerbegebiete nutzen. Und das ist das Problem daran. Deshalb mag ich die Straße hier nicht und die auch nicht. Dann sollen sie halt verdammt nochmal außen rumfahren. So, jetzt bin ich mal gespannt. Das stirbt jetzt nämlich ganz schnell ab. Wenn die sich jetzt mal orientiert haben und merken, dass da unten keine Straße mehr ist, die ins Gewerbegebiet führt, dann fahren die alle nicht mehr hier durch. Dann haben wir woanders Stau, aber zumindest nicht mehr in einem Gebiet, was mit dem Stau gar nichts zu tun hat. So, da läuft es jetzt langsam aus. Immer mehr orientieren sich dazu, über geradeaus zu fahren. Stirbt wieder einer. Hier brennt, glaube ich, was. Das Gebäude brennt. Kommt da mal irgendwann eine Feuerwehr? Ich glaube, die steht mal wieder im Stau. Ist aber auch schlimm hier mit der Feuerwehr und den Staus. Feuerwehr. Das Gebäude ist gleich abgebrannt. Jetzt mal ohne Scheiß. Ey, das ist gleiche Schicht im Schacht, wenn da nicht bald jemand kommt. Löscht doch mal. Haben die schon gelöscht? Die haben schon gelöscht. Der Wahnsinn. So, und der Stau hier hat sich verbröselt. Jetzt hätten wir die Polizei und die Feuerwehr gar nicht mehr gebraucht, weil jetzt kommen die ja da sogar durch. Ein Wahnsinn. Ist die Frage, wo ist jetzt Stau? Hier unten, da brötzelt es noch ein bisschen weg und da drüben, da... Oh Gott. Ja. Wir sehen die Problematik. Es ist nicht so einfach, meine tollen Bauvorhaben hier gescheit umzusetzen. Hier oben läuft's. Hier unten läuft's, da drüben läuft's, da läuft's gar nicht. In dem Gebiet hier läuft's gar nicht. Und hier stehen wieder Gebäude leer. Ach, was weiß ich.
Wir gucken beim nächsten Mal nochmal ein bisschen genauer hin und vielleicht habt ihr was gesehen, was ich übersehen habe, dann schreibt es mir in die Kommentare. Ich lese die alle, auch wenn ich nicht darauf antworte, lese ich alle Kommentare und mache mir meine Gedanken dazu. Es gelingt mir nur nicht immer darauf zu antworten. Bitte nehmt mir das nicht übel. Wird aber bald auch wieder besser. Ich bin raus, sag danke fürs Zuschauen. Hoff, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht, dem chaotischen Nick Frei wieder zuzugucken. Wer hier total verplant seine Stadt ruiniert und ihr seid beim nächsten Mal auch wieder dabei, wenn es heißt Nick Frei zockt. City Skylines. Bis dahin, macht's gut. Bye bye.